Before I'm too invested, I should probably ask you. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte schon gestern und vorgestern vloggen, but the problem was, die Tage sind einfach komplett anders gelaufen. Es war ein einziges Chaos, ihr kennt's. Ich habe mir hier aber schon meinen Nieren- und Blasentee reingezogen. Leute, das ist jetzt mein Outfit. Ich bin hier ganz allein. Lul. Ich habe mittlerweile auch immer mehr das Gefühl, umso länger dieses Corona-Ding geht, umso chaotischer wird alles. Also ich glaube, mein Leben war wirklich noch nie so chaotisch, wie es gerade irgendwie ist. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Sport, weil das habe ich jetzt auch die letzten paar Tage nicht ganz hinbekommen. Ich war ja bei der Beauty Academy als Modell für die Prüfung. Ich hatte am Wochenende mein Nail-Seminar. Bei uns sind wieder Möbel angekommen. Es ist so viel passiert, Leute, ohne Witz. Gymshark hat echt ein paar richtig coole Sets. Also eigentlich soll es hier keine Werbung sein, aber ich ziehe derzeit nur noch die Sportsachen an, weil der Stoff ist irgendwie sehr, sehr schön dick, aber trotzdem super angenehm zum Sport machen. Also wirklich, ich liebe das. Vor allem diese kurze Hose habe ich gefühlt immer an mit irgendeinem Oberteil. Ihr habt meine Sportschublade hier auch noch gar nicht gesehen, ne? Guckt mal, Alter. Das sind meine Hosen an und das sind alles meine Oberteile. Ich hatte mal viel, viel, viel mehr Sachen. Ich habe schon viel ausgemistet, aber jetzt habe ich nur noch die Sachen, die ich halt cool finde. Und die ich dann auch wirklich trage. Manche Sachen kommt man halt gar nicht dazu, das zu tragen. Wenn man so viel hat, man sieht ja nicht jeden Tag was anderes an und geht dann einen Monat lang jeden Tag mit was anderem trainieren, versteht ihr? Man hat schon seine Lieblinge, die man regelmäßig ansieht, wie zum Beispiel ich bei der Hose hier. Die ziehe ich halt gefühlt immer an. Kamera schräg, juckt keinen. Okay, was man da jetzt sagen muss für den Workout, das sind nur 5 Minuten. Aber ich habe es schon öfters auf Insta gesagt, ich finde bei Bauchworkouts kommt wirklich die wenigen Pausen dazwischen und die Intensivität. Und das Geile finde ich bei ihr, die ganz schnell die Übungen geswitcht und ich habe wirklich ein Brennen gespürt nach 5 Minuten, wo ich bei anderen Workouts, Pamela-Reife und so weiter und so fort, einfach noch so auf Pusten bin, aber keinen Schmerz spüre. Also nicht diese Anstrengung, Schmerz. Und das war richtig gut, empfehle ich euch. Wirklich tolle Übungen. Sehr einfach, toll. Die Jeans ist so ungelenkig ist, finde ich auch schon gut. Nach den Workouts kann ich euch auf jeden Fall sagen, die 2 Beine oder besser gesagt Pro-Workouts fand ich nicht so gut. Die haben mir nicht so gut gefallen, die werde ich nicht nochmal machen. Aber das Bauch-Workout fand ich mega gut. Also muss ich mich auf jeden Fall erstmal schnell duschen und ready machen. Fresh geduschen und jetzt bin ich back. Man denkt, sie hat geduscht, was mit ihren Haaren. Ich habe meine Haare tatsächlich erst gestern gewaschen, aber ich trage sie halt zu so einem Assi-Dusch. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal das ganze Geschirr und alles aufräumen und dann wird gleich gekocht. Leute, ich muss euch ganz kurz was zeigen. Boah, ich habe es selbst noch nicht angeguckt. Und zwar, wir hatten doch diese Ölflecken auf unserem Tisch. Und ich habe dein Video geschaut und da stand, dass wir so Waschbenzin brauchen, um das zu säubern. Und ich will mal die Vorher-Nachher-Bilder einblenden. Es ist auf jeden Fall besser, glaube ich, geworden. Aber ich glaube wirklich, dass es schwächer geworden ist. Ich mache jetzt mal nochmal ein Nachher-Bild, um mir sicher zu sein. Ja, dann würde ich das Ganze einfach nochmal anwenden. Das hat den Tisch auf jeden Fall nicht geschadet. Davon hatte ich am meisten Angst. Also ich habe das Waschbenzin jetzt nochmal da drauf gekippt und wir haben nur diese Bürste. Ich suche das jetzt damit nochmal schön einzuhaben. Das stinkt übrigens unnormal, also das ist echt nicht feierlich. Deswegen lüftet am besten übel gut, wenn ihr das macht oder auch probiert. So viel zu nachhaltigen Putzen, das ist auf jeden Fall alles andere als nachhaltig. Das Traurige ist halt, ich weiß mir echt nicht mehr anders zu helfen, diesen Tisch zu safen. Also ich lasse das jetzt mal so einwirken. Das Gute bei diesem Waschbenzin ist, dass das verdampft, also mit dem Öl eigentlich, dass es rausverdampft. Deswegen, das sieht jetzt noch so komisch aus, aber schlimmer wie am Anfang wird es am Ende nicht aussehen. Dann hatte ich ja noch geplant, auf Insta regelmäßig Guides hochzuladen von Rezepten.
Und ich habe sie die ganze Zeit vorangeschoben, also so weg von mir geschoben, die ganze Zeit nichts fotografiert, weil ich es halt hochwertig mit meiner großen Kamera fotografieren will. Aber heute wird es das erste Mal sein, dass ich jetzt ein Guide vorbereite. Jetzt habe ich wirklich 1,5 Stunden Zeit zu kochen und das reicht mir dann auch. Sonst war es halt immer 1,5 Stunde und da wäre das zu knapp gewesen. Hier läuft es auf jeden Fall bezüglich meinen Insta-Guide. Problem ist nur bei dieser Cam, ich habe gerade keine zweite Speicherkarte mehr, obwohl ich normal so 4 Stück habe. Aber ich glaube, ich habe alle Marcello ausgeliehen, deswegen muss ich dann später mal fragen, wo die hin sind. Deswegen kann ich nicht beides aufnehmen, weil ich die Speicherkarte hier rein tue, die ich gerade Bilder mache, damit das irgendwie funktioniert. Ich bin auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Bin aber natürlich gespannt am Schluss, wenn ich es angucke, wie es dann aussieht. Ja, das ist nicht. Wie kann man das hier zumachen? Das ist okay. Hallo YouTube. Ich versuche es nicht zu reden. Vom Essen sind tatsächlich auch noch Reste da. Der Tisch ist fast komplett getrocknet. Bis hier sieht alles gut aus. Ich bin auf jeden Fall happy, ansonsten müssen wir es einfach nochmal machen. Und ich werde jetzt einmal aufräumen und dann werde ich mir überlegen, wie wir das Covershooting für meinen Podcast, weil heute müsste das letzte Kabel ankommen und dann kann ich ab morgen den Podcast aufnehmen und da wird regelmäßig Podcast kommen, einmal die Woche. Schreibt mir gerne unten mal in die Kommentare, wann genau der mal kommen soll, also an welchem Wochentag und wie viel Uhr. Emma, dürft ihr erraten, was ich gerade getan habe? Ja. Emma, ein Insta-Bild für den Abend erstellt und das Podcast oder das, was halt der Podcast-Titelbild sein soll, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was versucht, was ich ganz cool fände, weil ich will irgendwie, dass ich in dem Titelbild irgendwie die Erdigkeit und die Facettenreichhaltigkeit, dass das sich halt irgendwie widerspiegelt. Und ich will eigentlich auch, dass es bei dem Podcast so eine geile Einsteigemusik gibt. Da muss ich mir nur überlegen, wie ich das überhaupt mache, weil ich bin ja null musikalisch und habe keinen Plan, wie man sowas machen könnte. Das wird auf jeden Fall schwer und ich muss mich jetzt auch gleich mit dem Podcast auseinandersetzen, wie ich den an sich aufnehme. Das mache ich jetzt alles und bearbeite dann direkt auch noch ein IGTV, das ich eigentlich heute hochladen wollte, aber da das YouTube-Video heute kam, lade ich das einfach morgen hoch. Das muss ich jetzt noch alles fertig machen. Wir haben jetzt ungefähr 15, 16 Uhr, irgendwie sowas. Und ich hoffe, ich bekomme das in den nächsten 2 Stunden alles abgehackt. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Day 2. In letzter Zeit poste ich immer 2 Tage als Vlog, weil ich irgendwie nicht mehr diese extrem langweiligen Sachen hier mit reinnehmen will. Ananas. Ja, ich muss los, gerade auf einen Geschäftstermin. Und ich habe ja letzte Woche im anderen Vlog so viel Obst gekauft. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen Obstsalat, bevor die Sachen hier schlecht werden. Ich werde das so ein bisschen mit so einem süßen Quark machen. Übel geil, hab richtig Bock. Wie geil ist das einfach, wenn man die Möglichkeit hat, so viel Obst zu essen? Ich liebe Obst. Ich finde es so geil, dass man den Luxus hat, in Deutschland jede Art von Obst zu essen. Zu jeder Jahreszeit. Ich finde es zwar irgendwo scheiße, weil es ist nicht gut, bestimmte Obstsorten zu bestimmten Jahreszeiten zu essen, aber irgendwie finde ich es auch geil. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht für euch rechtfertigen, dass ich das Obst esse, oder? Leute, das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis ich hier fertig bin. Diese dumme Seite, wo wir die Tassen mal bestellt haben, zurückgeschickt haben, gesagt haben, wir wollen keine Möbel, wir wollen das Geld zurück, habe ich euch gesagt, haben schon ein Paket geliefert. So, dann habe ich denen direkt geschrieben, wir wollen kein Paket, wir wollen die Dinger nicht, wir wollen die zurückschicken, wir wollen das Geld. Aus Protokoll trägt es gerade ruhig. Ich dachte, unser neuer Tisch, wollte ich gerade sagen, dass ich mich gefreut habe. Die kleinen Spasten, Alter, haltet euch fest. Das Paket steht schon wieder hier. Der Postbote hat es mir netterweise hochgetragen, aber ich könnte gerade ausrasten, weil ich sag euch wieso. Seht ihr, wie das Paket hier aussieht? Wisst ihr, woran es lag oder woran es liegt? Das ist 1:1 genau das gleiche Paket, wie wir es losgeschickt haben. Hier ist sogar noch unser Paketband dran. Sieht man das? Genau die Stellen, wo wir es überklebt haben. Hier, diese 3 Stellen, haben die weggerissen und neu drauf. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin wirklich fassungslos. Also auch wenn die uns jetzt Ersatzprodukte zurückgeschickt hätten, hätten die uns ja 1:1 jetzt erstmal unsere gleichen Produkte wieder geschickt. Jetzt können wir die Sachen direkt so belassen und können wieder anfordern, dass wir die Kacke zurücksenden. Ich weiß auch nicht, was denn einfällt. Ich bin gerade richtig pissig, weil es einfach nervig ist. As you can see, ich habe den ganzen Obstsalat vorbereitet. Und ich mir natürlich auch gleich eine Schüssel geschnappt.
Übrigens, bezüglich unserem Tisch ist alles wieder sauber. Hier hinten seht ihr noch was, müssen mit dem Lappen drüber, damit die Reste noch weg sind. Aber diese Abdrücke hier sieht man so gut wie gar nicht mehr. Also richtig, richtig gut. Benzinseife, Riesenempfehlung. Ich liege schon wieder im Bett. Aber verzeiht es mir, es ist noch früher Morgen, da kann man sich nochmal ins Bett chillen. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz das E-Mail-Zeug, damit die Pakete von VidaXL zurückgeschickt werden können. Ich werde zudem jetzt auch noch mal ein IGTV schneiden, das heute online kommt. Das geht ja easy und dann werde ich gleich noch ein bisschen was drehen. Heute ist voll der Drehtag, ich freue mich total. Vor lauter Schnelle habe ich vergessen, das Essen mitzufilmen. Wir haben gerade ganz schnell Essen gemacht, das ging so super schnell. Und demnächst erfahrt ihr auch die ganzen Rezepte auf meinem Insta-Guide. Der Typ macht übrigens wieder Insta-Stories regelmäßig jetzt. Also müsst ihr ihm folgen. Etwas nur mit 3 hoch. So, Freunde, das IGTV ist jetzt endlich geschnitten. Hat sich ein bisschen rausgezögert, weil mein MacBook mal wieder Faxen gemacht hat. Ich habe mich jetzt hier gerade einmal umgezogen in was schönes, weißes, helles, weil ich drehe jetzt ein Spring-Make-up-Look für IGTV. Das seht ihr nächsten Donnerstag. Obwohl es gerade eigentlich gar nicht nach Spring aussieht, aber jetzt kommen die Spring-Vibes. Ich sag's euch, ich wollte eigentlich später auch noch ein paar Reels drehen. Mal gucken, wie es mir jetzt zeitlich passt, weil das IGTV hat echt ein bisschen alles gecrashed. Aber dass ich jetzt mit der Kamera das IGTV drehe, kommt ihr jetzt nicht mit. Ich bin back, Leute. Ich hab mich fertig gemacht. There we go. Ich lieb's. Ich wollte eigentlich, weil das so ein Spring-Look ist, jetzt eigentlich die Fashion Reels machen. Aber ich muss mit Marcelo jetzt auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Kann ich mit Jogginghose einkaufen gehen? Ja, juckt ihr keinen, oder? Weil wir halt echt nicht mal zu Hause haben. Wie immer irgendwie. Immer wenn ich vlogge, bin ich zu Hause. Lul. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich gerade gedreht habe und dann bin ich aber danach ein bisschen lost. Wir waren jetzt ganz groß einkaufen, haben unseren Wochenkauf gemacht. Ja. Ich weiß nicht, man sieht es gar nicht auf der Kamera, weil die Kamera einfach zu krass ist. Die Welt ist gerade komplett gelb, wisst ihr, was ich meine? Der hier ist alles irgendwie gelb und dadurch wirkt es so düster. Das ist wie so ein gelber Filter. Das kommt gar nicht auf der Kamera rüber, aber es ist ein richtig... Ja, als würde man hier bei dem Bild die Helligkeit, die Wärme total hochstellen. Ich stelle euch mal hier im Schnitt die Wärme des Bildes hoch, so wie es jetzt gerade aussieht. Für den Garten übrigens ist noch Gartenerde und hier haben wir jetzt so ein Hochbeet, da haben wir noch das Grünzeug geholt. Im nächsten Vlog seht ihr, wie wir unsere Terrasse endgültig fertig machen. Das wird richtig, richtig cool. So, gerade direkt einmal abgeschminkt. Ich muss jetzt noch jetzt meine Schlafklamotten raussuchen. Wir schauen nämlich jetzt nur noch Serie. Es ist tatsächlich auch erst 21 Uhr circa und es ist Freitag, also... Unser Leute haben uns so Cocktails gemacht, da ist einfach Gurke drin und das schmeckt man richtig. Probiert mal Holundersirup mit Gurke, echt geil. Hey. Hallo YouTube. Diesmal bist du richtig. Was schauen wir jetzt? Wer hat Sarah ermordet, oder? Sie. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich bin gerade hier noch am Video schneiden und habe gemerkt, ich habe das Ende vergessen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.